diesem Video werden wir klären, ob der DAX das Potenzial hat, noch weiter zu steigen oder eher nicht. Also bleibt dran. Doch bevor ich anfange, noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Wir sind jetzt hier im Tageschart vom DAX und wir haben es in den letzten Tagen gesehen oder beziehungsweise Wochen einen guten Anstieg, wieder eine gute Erholung. Und wir sind jetzt gerade an einem sehr wichtigen Widerstand, nicht nur im Hinblick auf die letzten Zwischenhochs, die wir gemacht haben, hier bei 12.400 Punkten und das nächste dann bei 12.660 Punkten, sondern ein weiterer Widerstand ist, wenn wir nämlich die Trendlinie hier einzeichnen, und zwar beginnend im November 2017, dann sehen wir auch wieder, dass wir wieder an einem Widerstand sind. Das heißt, diese Trendlinie besteht schon seit November 2017 und ist dementsprechend ein starker Widerstand. Und jetzt bleibt abzuwarten, ob wir den in den nächsten Tagen bzw. in dieser Woche dann überwinden können. Da wird auch auf jeden Fall das Marktumfeld eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ja jetzt am Freitag war es, glaube ich, oder Samstag kam die Meldung, dass die USA planen, also chinesische Firmen von den Börsen auszuschließen. Es wurde meines Erachtens noch nicht bestätigt, aber sowas wäre natürlich schädlich für die Handelsgespräche und dementsprechend dann auch für die Aktienkurse. Wenn wir uns so allgemein die Lage betrachten, wir befinden uns hier im Tageschart immer noch weiterhin über den gleitenden Durchschnitten, besonders auch über den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt. Wenn wir in den Wochenchart schauen, dann erkennen wir auch, wir befinden uns in einem über den gleitenden Durchschnitten, das ist alles also sehr bullisch. Und nur die letzte Wochenkerze, also beziehungsweise diese Woche, hat leicht negativ geschlossen. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie wir in die nächste Woche starten. Wenn wir uns die anderen Indizes anschauen, gerade die amerikanischen Börsen haben ein bisschen verloren gehabt jetzt am Freitag. Da müssen wir schauen, wie wir dann erst am Montag starten. Handelstechnisch gesehen, also für Trading-Tipps, für Leute, die es hier womöglich eine Position überlegen einzugehen, würde ich an solchen generell, wenn man an Widerständen ist, ist generell empfehlenswerter, eher Short zu gehen, zumal wir hier erstmal den Widerstand der letzten Hochs hier haben, also das Gebiet zwischen 12.400 und 12.660 Punkten ist eine Widerstandszone und die ist nicht so einfach zu überwinden. Da brauchen wir schon viel Momentum und gute News. Und an denen mangelt es ja leider in letzter Zeit. Und dementsprechend ist hier eher eine Short-Position vielleicht eher lukrativer mit dementsprechend einem Stop-Loss über 12.660. Wie gesagt, nur meine eigene Meinung, keine Finanzempfehlung. Wer so traden möchte, kann es gerne tun. Ich überlege es mir auch. Und ja, wir blicken gespannt in die nächste Handelswoche. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr für Aktien oder Assets generell noch gerne analysiert haben möchtet. Und ja, ich würde mich freuen über ein Abonnement. Und ja, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.